Oh, der Osterhase. Ja, wo ist der Osterhase? Du schlabberst so laut. Nom. Hi, du musst Hi sagen. Sag Hi. Das Thema heute, Pebbles Hitze. Pebbles hatte das erste Mal ihre Hitze, da wollte ich eigentlich schon längst ein Video drüber gemacht haben, aber ja, ich bin einfach nicht dazu gekommen, weil so viel los war und ich sehr krank war und dann war Pebbles krank und genau, und jetzt machen wir das, holen wir das aber nach und das geht's jetzt los. Pebbles on fire! Bevor es mit der Hitze wirklich losging, ist mir schon aufgefallen, dass sich ein bisschen was an ihrem Verhalten geändert hat. Und zwar gerade beim Gassigehen, sie hat halt viel mehr markiert als früher, also hat sie halt noch gar nicht gemacht und auf einmal fing sie an, während des Gassis immer mal wieder klein zu pinkeln und halt, ja, zu markieren. Und da dachte ich schon, aha, so langsam kommt sie scheinbar in die Pubertät. Und dann wurde auch ihre Mupfel etwas dicker. Die Mupfel. Da habe ich schon gedacht, na, so, das könnte demnächst passieren. Passierte aber erstmal nichts. Und dann, ich habe ja ein Video gemacht über meinen Kurzurlaub in Belgien. Und auf dem Weg nach Belgien, da ist es dann passiert. Auf einer Raststätte, da ist es mir das erste Mal aufgefallen, weil sie da auf Asphalt gepinkelt hat. Und da war dann ein bisschen Blut mit dabei. Und da dachte ich so, ah ja, jetzt ist es soweit. Du bist jetzt eine richtige Frau. Das war aber am Anfang wirklich ganz, ganz wenig. Und ich musste da eigentlich nichts großartig zusätzlich machen. Sie hat sich auch in der Wohnung immer selber sauber gemacht und ich musste ihr nichts anziehen oder irgendwas. Ich dachte erst so, yes, es ist nicht so kompliziert wie gedacht, weil bei meiner Schwester, die hat einen Australian Shepherd und ja, da war ein bisschen mehr los in der Wohnung. Und deswegen war ich total happy, dass es bei ihr nicht so ist und dass sie das alles selber wegmacht. Und ja, klar, wenn sie geschlafen hat in ihrem Körbchen, hat sie dann ein paar Tropfen verloren. Aber das habe ich dann einfach regelmäßig gewechselt und dann war das auch überhaupt nicht schlimm. Und Haushaltstipp, mit Gallseife kriegt man Blutflecken halt hervorragend raus. Und dann habe ich schon gedacht, Mensch, es lief so ungefähr eine Woche und es war überhaupt kein Problem. Es war super entspannt und ich dachte, cool, so kann es weitergehen. Aber dann, dann kam sie sozusagen in die nächste Phase der Hitze. Und ihre Mupfel, die Mupfel wurde noch größer. Also das war, ich habe es in der Zeit liebevoll die Fleischpflaume getauft, weil es echt so... Oh. Das war schon ziemlich, ziemlich dick und außerdem kam jetzt auch richtig Blut mit. Genau, und das hat sie dann auch nicht mehr alles weggemacht, sondern das hat sie dann eben auch verloren, besonders wenn sie gespielt hat oder so und rumgehüpft ist. Da, ja. Und das heißt, ich habe dann irgendwas gebraucht, um meine Wohnung zu schützen, weil ich habe halt Teppich, also ich habe Teppich liegen und Parkett und wollte jetzt nicht den ganzen Tag hinterherwischen. Was machst denn du da? Deswegen habe ich erstmal versucht, aus einem alten Slip ihr eine Unterbuchs zu basteln. Das hat nicht so ganz funktioniert, das war nur eine Übergangslösung. Also habe ich dann so ein Höschen geholt. Aber die ist schon ziemlich geschickt darin, sich auszuziehen. Und dann hat sie eigentlich immer nur dieses Ding ausgezogen und durch die Gegend geschleudert und damit gespielt. Und das war wenig effektiv. Und deswegen bin ich dann dazu übergegangen, auf den Tipp von einer Freundin hin und habe, ich meine, sie ist natürlich auch klein, mit einem größeren Hund wird es schwierig, aber ich habe ihr dann einen Strampler geholt, den habe ich ihr einfach angezogen, ich habe den ein bisschen präpariert. Ciao. Ja, den Strampler mag sie nicht. Da waren Füße dran, die habe ich einfach abgeschnitten und dann habe ich ihr den angezogen. Das Praktische an dem fand ich halt, dass die Popoklappe, dass man die halt mit Druckknöpfen aufmachen konnte. Und dann habe ich da ganz normale, handelsübliche Slip-Einlagen. Ich habe die allerdings nebeneinander, das ist ein bisschen breitere Fläche, war eher wie eine Windel, aufgeklebt. Willst du das Schwein haben? Ja? Allerdings ist mir ziemlich schnell aufgefallen, das war vielleicht auch nicht die schlauste Idee. Ich habe den genommen, weil der natürlich irgendwie ein bisschen niedlich war, weil sie das
passte auch ganz gut zu ihr, aber das ist so Niki-Stoff und es war ihr auch einfach zu warm. Also sie fing dann ziemlich schnell an, auch im Liegen und besonders wenn sie getobt hat, aber auch im Liegen fing sie an zu hecheln und das war dann nicht so optimal. Also bin ich nochmal los und habe dann so einen ganz einfachen Body geholt aus so einem dünnen T-Shirt-Stoff, auch ohne Ärmel und habe das mit dem gemacht. Der hat leider nicht diese tolle Klappe am Bauch gehabt, sondern der hat so Druckknöpfchen im Schritt. Das war dann halt, das musste ich dann immer, das war ein bisschen blöd, das zu präparieren und dann ihr anzuziehen. Aber das ging dann auch und man muss natürlich ein bisschen ein Auge drauf haben, dass sie sich das nicht irgendwie auszieht oder sich da drin verheddert. Aber das klappte wirklich ganz gut und verhältnismäßig zu diesen Höschen und was es so an Schutzbodies und sowas gibt, ist das halt eine echt preiswerte Variante, weil die kriegt man für einen Apfel und ein Ei in so Klamotten-Discount-Läden. Ne? Ja, also insgesamt, die Hitze hat bei ihr ungefähr 3 Wochen gedauert. Also wie gesagt, die erste Woche war ziemlich entspannt. Die zweite Woche war Sinnflut. Und ab dann ging es aber und wurde dann langsam weniger. Und auch so langsam wurde die Fleischflaume wieder zu einer Erdnuss. Wobei sie jetzt, also sie ist ein bisschen dicker, also die Mupfel ist ein bisschen dicker, als sie vor der Hitze war. So. Aber sie ist natürlich auch noch mal ein bisschen gewachsen. Ich habe es bei ihr am Wesen total gemerkt. Sie war in der Zeit, wo sie ihre Hitze hatte, war sie unausstehlich, hat also überhaupt nicht wirklich gehört. Hat sich jedem Hund angeboten, also wirklich sowohl Männlein als auch Weiblein war sie so, oh, nimm mich. Und ich habe sie also in der Zeit komplett nur an der Schleppleine gehabt. Und habe dabei mal wieder gemerkt, wie ärgerlich das wirklich ist, wenn Hundebesitzer, also andere Hundebesitzer, nicht vorher fragen, ob es okay ist, wenn die Hunde spielen. Weil ich also zweimal die Situation hatte, wo ich dann einen zornigen Rüde am Halsband hatte und mein Hund wuselte so mit, oh, nimm mich. Oder ich, beim einen Mal habe ich sie noch geschnappt bekommen, dann sprang mich der andere Hund an und das ist halt echt ein bisschen ärgerlich. Wobei ich natürlich auch verstehe, dass die Rüden in dem Moment auch nicht mehr hören, wenn die Fleischflaume in der Nase haben. So, ach, musst du jetzt mit dem Quietschtier spielen? Ja, muss sie. Generell, wenn ich einen anderen Hund im Feld erblicke, dann leine ich meinen Hund erstmal an. Und wenn man dann beieinander ist, kann man das ruhig kommunizieren. Und mit Pebbles ist es eigentlich kein Problem. Sie hat mit sehr, sehr wenig Hunden ein Problem. Und ich möchte das aber trotzdem kontrollieren einfach und auch das Gegenüber soll das bitte kontrollieren. Weil es gibt auch Hunde, dann habe ich sie an der Leine und die sind so stürmisch und das findet Pebbles dann auch nicht so toll, weil sie dann auch nicht wirklich weg kann, wenn sie an der Leine ist. Deswegen einfach kurz zu fragen, ist das okay, wenn die spielen? Meiner ist lieb, alles gut und dann kann man das gerne probieren, aber nicht immer einfach davon ausgehen, dass nur weil der eigene Hund lieb ist, dass jeder andere Hund es auch super findet. Entschuldigung für das Quietschen, das ist der Hund. Ich nehme mir das mal weg. So, da sind wir wieder. Ja, genau, und die Pubertät war in vollem Gange. Also Hören war nicht mehr so aktuell, war nicht mehr so im Trend. Sie hatte dann auch so eine neue Nummer drauf, dass sie halt immer, wenn ihr irgendwas nicht passt oder sie trotzig war, dass sie halt gefiepst hat. Ganz am Anfang habe ich noch gedacht, vielleicht hat sie was, aber ich glaube, also es war wirklich einfach nur Trotz. Sobald ihr was nicht gepasst hat, hat sie halt rumgejaunert. Als die Hitze vorbei war, hat sie dann endlich auch wieder auf mich gehört. Und dann, also eigentlich heißt es ja so, die erste Hitze macht die Hunde dann ein bisschen erwachsener. Sie werden danach ein bisschen ruhiger und weniger verspielt. Das kann ich nicht sagen, also die war einfach wieder wie vorher. Das Einzige, das habe ich irgendwie so beobachtet, seit sie ihre Hitze hatte, ist sie wirklich, ich würde sagen, zu 95% stubenrein. Also es gibt nur noch ganz, ganz selten Malheure und das halt eher auch, wenn sie nicht zu Hause ist, sondern woanders, so wo sie sich einfach nicht so auskennt vielleicht. Während der Hitze gibt es so ein paar Risikofaktoren, auf die man einfach ein Auge haben sollte. Und zwar ist es zum einen
die Gefahr, dass die Hündin scheinschwanger wird. Das erkennt man halt oft daran, zum Beispiel, dass das Gesäuge dick wird oder hinten eben die Mupfel nicht abnimmt, sondern immer noch geschwollen bleibt. Das ist ein Risikofaktor, das sollte man genau im Auge haben. Und das andere ist, da in der Zeit, also besonders so in der Mitte der Hitze ungefähr, also da, wo es auch so arg doll geblutet hat bei ihr, da ist sie praktisch dann so weit. Und da ist das da hinten alles offen wie ein Scheunentor. Das neigt dazu, gerade bei kleineren Hunden, die so nah am Boden sind, dass da Bakterien und sowas reinkommen. Hund, zack, Quietschmaus. Genau, da können also Bakterien reinkommen und da kann sich in der Gebärmutter... No. Wo war ich? Genau. Also, bei der Gebärmutter in der Zeit, wenn die Mupfel offen ist wie ein Scheunentor, können da halt Bakterien und all derartige Sachen reinkommen und da kann es eine Entzündung geben oder es kann sich Flüssigkeit dann in der Gebärmutter sammeln und eingeschlossen werden. Das ist sehr gefährlich. Und ist jetzt erstmal auf den ersten Blick nicht so zu erkennen, da neigen die Hündinnen aber dann dazu, dass sie zum Beispiel Fieber kriegen, sind dann ein bisschen schlapp und haben eventuell auch Bewegungsschmerz oder Berührungsschmerz. Da muss man halt die Augen offen halten. Bei Pebbles ist das Gott sei Dank glatt gelaufen. Ich habe mich ein bisschen erschreckt, weil sie hatte, das war allerdings dann schon irgendwie einen Monat nach ihrer Hitze, eine Blasenentzündung sich geholt, da hat es plötzlich nochmal ein bisschen, da haben sie dann auch ein bisschen Blut im Urin. Da habe ich mich sehr erschreckt, weil ich dann auch dachte, oh mein Gott, nicht, dass sie eine Entzündung hat oder so. Aber es hatte gar nichts mit der Hitze zu tun, sondern war einfach nur eine Blasenentzündung. Oder nur, es ist halt blöd für sie, aber nicht so schlimm wie eine Entzündung von der Gebärmutter. Ja, ich lasse das jetzt erstmal so, wie das ist. Ich werde sie jetzt erstmal nicht operieren lassen oder irgendwas. Ich glaube, da muss ich dann nochmal extra ein Video zu machen. Ja, es gibt so viele Faktoren, die man abwägen kann und sollte. Und ja, wie gesagt, ich habe beschlossen, ich mache jetzt erstmal nichts. Erstmal bleibt sie in ihrem biologischen Zustand, so wie sie ist. Übrigens, ich habe das Video jetzt total spontan gemacht, weil ich mir dachte, ich habe jetzt mal ein bisschen Zeit. Ich mache das jetzt noch schnell. Es ist halt auch schon irgendwie, es ist schon Abend und... dementsprechend, ich bin jetzt schon in, ich sag immer in meinem Schlabberlook. Das ist so das Erste, was ich mache, wenn ich nach Hause komme, Klamotten aus und Schlabberlook an. Das ist so, ich glaube, es ist ein relativ kurzes Video, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, so ein paar kleine Infos, wie das damals bei mir damals im Januar bei mir gelaufen ist. Genau, das ist dann vielleicht noch dazu gesagt. Pebbles war Pebbles war 8 Monate alt, als sie ihre Hitze bekommen hat. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, auch wenn es recht kurz ist. Ich mache bald wieder mehr und wenn ihr Ideen habt, was ihr euch wünschen würdet, was ich machen soll, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich freue mich auf Ideen. Ich habe auch ein paar. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Ich freue mich über Likes und Abos. Und ja, bis zum nächsten Mal. Hi, ist das ein Rinderohr? Oh, wie lecker, ein Rinderohr. Yum, 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 yum. Kommst du hoch? Kann ich mich mit dem Rinderohr hier hochbringen?